In diesem Video möchte ich ein paar Einblicke und Details zu einem Arbeitsschritt der Entwickler geben, der sonst nicht so viel Aufmerksamkeit erhält, ich aber wirklich spannend finde, die Erstellung der Screenshots, Trailer und Render für The Sims 4. Immer wenn ein neues Pack veröffentlicht wird, erstellen die Entwickler natürlich einige Screenshots, um das Pack mitsamt den verschiedenen Inhalten zeigen zu können. Diese werden von den Leuten bei EA ganz normal über das Spiel erstellt, aber greifen auf ein paar interessante Tricks zurück, die einem nur beim wirklich genauen Hinsehen auffallen. Alle Screenshots werden immer nach folgender Regel benannt, die uns ein paar Aufschlüsse über die Arbeitsweise für einen Screenshot eines Packs gibt. Nach der Bezeichnung des Packs kommt immer die Nummer des Screenshots, also welche der bis zu 4 Screenshots es genau ist, und mit den letzten beiden Zahlen wird dann die Version des Screenshots angegeben. Interessanterweise erstellen die Entwickler nämlich immer einige unterschiedliche Versionen eines einzelnen Screenshots, von der es aber am Ende nur eine Version schafft. Hierbei wurden aber ein paar kleinere Fehler gemacht, sodass auf der offiziellen Sims-Seite an unterschiedlichen Stellen zwei verschiedene Versionen eines einzelnen Screenshots benutzt wurden. So zum Beispiel bei Moschino, hier seht ihr die Variante 1, die zuallererst geteilt wurde, und hier die Version 4, die später in einem anderen Blog-Eintrag benutzt wurde. Hier kann man die starke Lichtanpassung erkennen und auch die Sims wurden in ihrer Pose und Position verändert. So wie es aussieht, haben die Entwickler mehr Optionen, um die Sims umherzuschieben. So genau wie die Sims-Dame hier links ein Stückchen nach hinten verschoben wurde, kann man das im Spiel gar nicht machen. Im offiziellen Fitness-Livestream haben die Entwickler ebenfalls gezeigt, wie die Räume für die Screenshots aus einer anderen Perspektive aussehen. Hier wird wirklich darauf geachtet, dass alles aus einer bestimmten Position gut aussieht, ansonsten aber sind die Räume natürlich nicht sonderlich ansehnlich. Anna Winter, eine Grafikdesignerin, hat ebenfalls einige Screenshots für das Sims 4 Basisspiel erstellt, die auch noch ein paar Geheimnisse auf ihrer Website geteilt hat. So wird mit Cheats gearbeitet, um die Sims in eine bestimmte Animation zu bringen. Als nächstes wird ein Einzelbild aus dieser Animation genommen und mit Hilfe von Photoshop dann in die fertige Szene eingebaut. Auch die Gedankenblasen werden wahrscheinlich später eingesetzt. Aber auch sonst wird in Photoshop manchmal etwas nachgeholfen, wie in diesem Beispiel gut zu sehen ist. Bei den Trailern gibt es leider nicht so viele Behind-the-Scenes-Details, wie diese genau erstellt wurden, aber ich konnte ebenfalls hier ein paar interessante Informationen zusammensammeln. Da ich Zugriff auf die originalen Trailer-Dateien habe, habe ich mir mal ganz genau angesehen, wann diese wirklich fertiggestellt wurden. Bei Inselleben zum Beispiel wurde der Trailer am 8. Juni veröffentlicht, welcher aber schon am 23. Mai fertiggestellt wurde, 2 Wochen und 2 Tage Unterschied. Beim Zeit für Freunde Trailer war das Ganze schon etwas knapper, hier liegt zwischen der Ankündigung und Fertigstellung des Announcement Trailers nur 6 Tage. Bei Strangerville waren es 19 Tage Unterschied. Genauso wie die Screenshots werden die Trailer natürlich auch an manchen Stellen stark bearbeitet, so wie hier im Großstadtleben Trailer, in dem sich hier ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Oder auch an dieser Stelle wurde nachher mit dem Feuerwerk getrickst, da dieses im Spiel gar nicht so farbenfroh aussieht und schnell aufeinander geschnitten wurde. Manchmal investieren die Entwickler aber auch sehr viel Zeit in kleinere Details und basteln extra für den Trailer kleine Animationen, wie hier im Zeit für Freunde Trailer, die im fertigen Spiel allerdings keine Verwendung finden. Als letztes möchte ich noch schnell über die Render reden, über die es ebenfalls ein paar interessante Details zum Teilen gibt. Diese werden mit externen Programmen erstellt und genießen ebenfalls eine besondere Behandlung. Alle Klamotten und Objekte der Sims werden extra für die Render nochmal 1:1 nacherstellt, was man an dem besonderen Detailgrad erkennen kann. Ganz herangezoomt kann man an diesem Kleid zum Beispiel eine besondere Struktur erkennen, die über die Form des erstellten Kleids gelegt wird oder hier bei den Schuhen. Wenn alle Objekte erstellt wurden, werden diese ebenfalls in Photoshop dann zum fertigen Render zusammengesetzt. Es sind also auch verschiedene Programme im Einsatz, um das Render zu finalisieren. Wie fandet ihr diese Einblicke und war euch etwas neu? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.